Hallo, herzlich willkommen bei Santos Grills. Mein Name ist Dennis und ich zeige euch heute unsere Außenküchenwelt. Auch für unsere Kleinen haben wir natürlich vorgesorgt. Die können sich hier gerne vergnügen, ein bisschen Spaß mit einer kleinen Außenküche haben, schon mal träumen davon. Und dann können wir uns in Ruhe Zeit nehmen für die großen Außenküchen. Und die zeige ich euch jetzt. Fangen wir mit dem ersten großen Premium-Hersteller an. Das ist die Firma Burnout. Burnout ist seit ein paar Jahren bei uns auf dem Markt und macht die Leute durchweg glücklich. Die Küchen gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen. Einmal Edelstahl schwarz pulverbeschichtet oder einfach ganz normal Edelstahl. Dann kann man sich aussuchen, nehme ich mir eine Natursteinplatte obendrauf oder nehme ich die Korpusfarbe oben als Arbeitsfläche. Man hat hier auch Schubladen drin verbaut. Diese Schubladen haben ganz normale Soft-Close-Systeme drin, wie ich es aus einer normalen Küche kenne. Die Küchen gibt es auch in drei verschiedenen Korpusfarben. Ich habe hier entweder einmal die Auswahl zwischen Stone, Oak oder Dark Oak. Dann kann man sich zu der Küche auch noch direkt einen Grill aussuchen. Egal ob Napoleon, Broilking oder Keramikgrills wie Monolith. Habe ich eine dunkle Küche, das heißt Edelstahlpulver beschichtet, habe ich auch ein schwarzes Waschbecken mit dabei. Habe ich mich für eine Edelstahlküche entschieden, habe ich ganz einfach ein Edelstahlbecken. Genauso sieht es aus wie mit einem Kühlschrank. Entweder schwarzer Kühlschrank oder Edelstahlkühlschrank. Ganz neu auf dem Markt von Burnout ist die Burnout Lux Variante. Ihr habt hier eine komplett schwarze Küche, standardmäßig eine Natursteinplatte oben drauf. Alles schön abgeschlossen mit einer Sockelleiste, dass man nicht unten drunter gucken kann. Man kann auch hier einen Kühlschrank verarbeiten, einen Keramikgrill verarbeiten, einen Grill und natürlich auch noch das Waschbecken. Und das Tolle ist auch noch, die Schubladen, die kann man sehr schön rausholen, sind tief gebaut. Man hat hier an der Seite nochmal schön Glas verarbeitet. Die Front hier hat auch nochmal eine Verkleidung oder eine Beschichtung aus Plexiglas. Das heißt, es ist alles nicht so kratzanfällig. Jetzt fragt ihr euch bestimmt noch, warum sind diese Küchen so preishoch angesetzt? Das liegt ganz einfach daran, weil hier mit polymeren Leichtbauplatten gearbeitet wird. Das macht die Küchen einfach so hochwertig. Man hat eine lange Lebensdauer, es ist vor UV-Einstrahlung geschützt. Es lohnt sich auf alle Fälle. Burnout legt noch einen drauf. Die haben noch mal eine kostengünstigere Variante rausgebracht. Das ist die Eckhardt-Variante. Hier haben wir das Prinzip wie beim schwedischen Möbelhaus. Ich kann mir hier in den Shop kommen, die Module direkt mitnehmen. Ich musste zwar selber zu Hause aufbauen, aber ich habe es sofort. Und ich kann immer noch aussuchen, nehme ich mir hier Sockelfüße oder Rollen. Ich habe auch ganz klassisch das Waschbecken wieder mit dabei. Ich habe einen Kühlschrank mit dabei. Und es gibt noch ein paar andere Module. Auch hier wieder mit Türen und Schubladen verarbeitet. Wenn ich die Schublade schließe, auch hier geht sie automatisch zu. Allerdings gibt es diese Variante nur in dieser einen Farbe, aber es lohnt sich auf alle Fälle. Einen weiteren richtig coolen Partner, der auch relativ neu auf dem Markt ist, ist die Firma Belmento. Belmento arbeitet standardmäßig mit Keramikplatten obendrauf, Gestelle, die pulverbeschichtet sind. Die Rahmen sind aus Edelstahl. Ich habe auch hier ganz klassisch eine Schublade. Auch die arbeiten hier mit Dämpfsystemen. Ihr dürft euch gerne nochmal an unserem Kühlschrank bedienen. Auch die bieten natürlich einen Kühlschrank an. Und die Küche sieht sehr filigran aus, als ob ich eine Küche bei mir in der Wohnung oder in meinem Haus hätte. Die ist sehr symmetrisch gebaut. Hier haben wir den Hersteller Flammkraft mit drin. Flammkraft ist ein Top-Hersteller, ein Partner von uns. Und hier habt ihr wirklich einen Grill made in Germany. Und ihr habt ebenfalls auch noch ein Waschbecken mit dabei, ganz, ganz edel von der Firma Franke. Und ganz zum Schluss gibt es auch noch das Zapfmodul, damit kann jede Gartenparty starten. Außerdem habt ihr hier nochmal eine schöne Hintergrundbeleuchtung unter der Theke, die ihr auch dimmen könnt. Die Küche gibt es auch in drei verschiedenen Farben, entweder Anthrazit, Schwarz oder Weiß. Aber ihr habt auch noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich hätte gerne eine andere Farbe, dann müsst ihr uns den Ralton nennen. Dann könnt ihr euch die Küche in jedem Farbton wünschen. Das müsst ihr am Hersteller weitergeben und der sagt uns dann, was wir noch machen können. Außerdem habt ihr hier nochmal vier verschiedene Keramikplatten, auch in vier verschiedenen Farben. Einmal wie hier relativ dunkel gehalten oder dann halt auch nochmal zwei, drei verschiedene helle Platten. Wir haben hier noch ein weiteres Highlight für euch. Das ist die Firma Indra Design. Indra Design ist ein Hersteller aus Günzburg. Die kennen sich wirklich mit Edelstahl aus. Die stellen Poolabdeckung her, die stellen Müllboxen her und haben sich jetzt gedacht, hey, wir machen jetzt auch einfach mal Außenküchen. Und voilà, hier haben wir die Blackline Edition von der Firma Indra Design. Hier haben wir auch sehr, sehr hochwertiges Edelstahl verarbeitet. Hier wird mit einer Natursteinplatte gearbeitet.
Man kann sogar in dieser Küche unseren Einbaugrill, unseren Santos Free S410 einbauen lassen. Das macht uns richtig stolz, dass auch unsere Grills in einer Außenküche verbaut werden können. Ganz klassisch habt ihr auch wie jeden anderen Hersteller einen Kühlschrank mit dabei, auch hier wieder gefüllt. Ihr dürft euch gerne bedienen und ihr könnt euch sogar noch aussuchen, nehme ich die Küche über Eck, nehme ich mir nur das einzelne Modul oder nehme ich mir einfach nur das Seitenmodul. Da habt ihr freie Wahl. Ganz wichtig zu wissen ist auch, wenn ich in dieser Eckvariante arbeiten möchte, kann ich auch hier mit diesem Modul arbeiten. Das bedeutet, ich kann mir hier einen Keramikgrill einbauen lassen. Das bietet der Hersteller ebenfalls an. Wir haben hier einen Keramikgrill vom Hersteller The Bastard drin. Passt farblich wirklich optimal zu dieser Küche. Auch hier wieder eine Natursteinplatte verarbeitet. Hier nochmal zusätzlich ein Ablagefach, dann kann ich meine Kohle hier drin verstauen. Und was ihr auch wissen müsst, das habe ich noch gar nicht gesagt, alle Module gibt es nur auf Rollen. Und die Module kommen fertig aufgebaut zu euch nach Hause. Und der Hersteller Indra Design hat nicht nur die Blackline-Variante, es gibt auch die Schüttgrill-Variante. Hier habt ihr schön dickes Holz verarbeitet, die ihr auch sehr gut als Arbeitsfläche benutzen könnt. Habt einen Holzregalboden hier mit drin, links der Gasschrank und hier unten nochmal Staufläche, wie zum Beispiel 2-3 Kisten Bier könnte man da drin verstauen. Und was haben sie auch nochmal gemacht? Einen weiteren Gasgrill von uns eingebaut. Das ist unser Santos Free E511. Damit werdet ihr auch richtig Spaß haben. Ein Highlight habe ich noch, das hatte ich eben bei Bemento kurz angeschnitten. Das ist der Hersteller Flammkraft. Flammkraft stellt ganz klassisch natürlich die Gasgrills her, die sehr robust gebaut sind. Aber die haben auch noch eine Variante extra rausgebracht. Das ist das Block M-Modul. Hier habe ich eine schöne Edelstahl-Arbeitsfläche. Es gibt ein Brettchen dazu. Und was richtig toll ist, ich habe hier eine Schublade drin, wo ich schön ein bisschen Vorrat verstauen kann. Ich kann mir hier eine Zewa-Rolle reinbauen, damit ich schnell einfach mal da dran kann. Oder ich habe hier nochmal eine sehr, sehr große ausziehbare Schublade, wo ich sämtliches Arbeitsmaterial verstauen kann. Ich habe hier innen drin auch nochmal 2 Schubladen integriert und das alles aus feinstem Edelstahl. Alles ist auf Rollen, ihr könnt es auch schön feststellen. Damit habt ihr definitiv Spaß. Neben dem Block M gibt es natürlich auch noch den Grill, das hatte ich eben gesagt. Auch hier wieder feinstes Edelstahl verarbeitet. Man hat hier verschiedene Varianten, die man benutzen kann. Man kann eine Teppanyaki-Platte benutzen. Ich kann normal mit Gussrosten arbeiten. Ich kann hier einen Drehspieß dran montieren. Das Tolle ist, dieser Grill wird mit Keramikbrennern verarbeitet. Das bedeutet, ich habe vorne und hinten einen Keramikbrenner. Das heißt, ich arbeite nur mit einer Strahlungshitze. Ich habe so gut wie keine Flammentwicklung mehr auf dem Grill. Dieser Grill kommt ebenfalls fertig aufgebaut nach Hause. Ich habe hier nochmal auch eine ausziehbare Schublade, wo ich die Gasflasche drin verstauen kann und ich kann hier mein Zubehör drin verstauen. Auch hier kommt natürlich die Frage, warum ist Flammkraft in der Preisklasse so hoch angesetzt? Das ist ganz einfach erklärt. Alleine schon, wenn man hier diese Teppanyaki-Platte einfach in die Hand nimmt, da muss man schon mit 2 Händen arbeiten, allein schon die Dicke von Material her. Das sind alles Sachen, die diesen Grill so hochwertig machen. Aber auch hier ist wirklich jeder Cent wert. Also hiermit habt ihr auch einen Grill für die nächsten 10 bis 15 Jahre. Liebe Kunden, eine Sache haben wir noch. Auch wir wollen im Thema Außenküchen weiter wachsen. Wir fangen hier mit unserem P610 jetzt auch nochmal neu an. Wir haben hier einen sehr, sehr schönen verarbeiteten Edelstahlgrill mit einem schönen Sichtfenster drin. Wir haben hier eine große Grillfläche in dem Grill. Wir haben eine Innenraumbeleuchtung. Wir haben zusätzlich nochmal einen Keramikbrenner verbaut, dass ich hier ohne Probleme auch mal mein Steak schön scharf angrillen kann. Außerdem habe ich eine Knopfbeleuchtung. Die Fettwanne kann ich hier vorne rausziehen. Was brauchen wir aber noch für eine Küche? Das haben wir eben schon oft gehört und gelernt. Kühlschränke. Wir haben hier einmal einen einzelnen Kühlschrank und wir haben einen Doppelkühlschrank. Diese könnt ihr auch sehr gerne in eure Küchen verbauen. Ihr habt schön viel Staufläche mit dabei. Jetzt habe ich hier leider keine Getränke drin, aber wenn ihr dann eure Küche bei euch aufgebaut habt, habt ihr bestimmt auch leckere Getränke für uns da drin.